Hallo, mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, es geht weiter hier in der Wohnung. Es wird. Und zwar gehen wir jetzt mal Richtung Ankleidezimmer. Da sieht es nämlich noch nicht so ganz so schön aus. Und ich zeige euch jetzt mal das Desaster, wie es vorher aussah. Und dann irgendwann im Laufe der nächsten Tage, wie es dann am Ende aussieht. Ja, wo soll ich anfangen? Meine gebügelten Sachen. Muss ich also wegräumen, meine Ohrenhalter stehen da hinten. Genau, also ihr seht, das ist noch total chaotisch. Hier hinten mein Schminktisch auch noch überhaupt nicht. Ich gehe mal durch. Also hier stehen Umzugskartons und Ohrenhalter, hier ist auch noch überhaupt nichts eingeräumt. Außer die Bücher da oben. Ja, also ist nur ein bisschen sehr chaotisch. Auch der Tisch hier. Alles ganz schlimm. Ja, hier diese Dinger habe ich mir gekauft für den Kallax. Hat so ein bisschen was von Minnie Maus, das mit den Punkten, deswegen. Davon habe ich mir 8 Stück gekauft für jedes Fach eins. Muss aber alles noch wegräumen. Genau, also ihr seht jetzt mal, wie es hier vorher aussieht. Ja, das Wohnzimmer nimmt auch langsam Gestalt an. Ich habe schon mal die ganzen Kartons, die da hinten standen, alle schon weggeräumt. Ja, und im Hintergrund wieder Disneyland-Musik, wie immer bei mir. Macht einfach, finde ich, also egal, ob ich arbeite oder was ich mache, bei mir läuft immer die Disneyland-Musik. Aber ich darf das jetzt nicht zu lang laufen lassen, ohne dass ich was sage, sonst kriege ich keine, sonst wird die Monetarisierung weggenommen bei YouTube. Also, ich wollte euch noch was zeigen, und zwar. Ja, ich habe diesen Schrank ergattert. Bei Shop Disney. Und zwar gab es ja die Schöne und das Biest-Kollektion und eigentlich wurde sie erstmal nur in England released. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, aber ich hatte schon so den Riecher, dass es auch nach Deutschland kommt, aber wann wusste man nicht. Ja, dann habe ich jeden Tag um 9 Uhr geguckt und am Montag war es in England und am Freitag kam es dann zu uns. Und ich hatte wirklich Glück, ich war super schnell, weil der war auch gefühlt nach 3 Sekunden wieder ausverkauft. Auch super teuer gewesen. 70 Euro für den Schrank. Es ist ein Schmuckkästchen, aber ich werde es nicht für Schmuck benutzen. Ich werde es nur zu der anderen Gang stellen. Ich habe ja schon Madame von Potts, Tassilo, Herr von Unruh und Lumière von Shop Disney. Obwohl Madame Potts und Tassilo sind von Primark, weil ich die von Shop Disney oder aus dem Disney nicht so hübsch fand. Aber die kommt dann zu der anderen Gang und ich bin echt froh, sie ergattert zu haben. Also muss ich mal auch hinstellen. Es ist nämlich langsam echt schwer. Und dann wollte ich euch noch was anderes zeigen, was ich bestellt habe. Ja, und zwar habe ich bei Etsy bestellt, bei, ihr seht es hier, Kreativs Kind Arts. Also ihr könnt es hier abschreiben, wenn ihr auch mal vorbeischauen wollt, wie gesagt, von Etsy. Und zwar habe ich mir zwei Bilder ausgesucht und sie hat mir noch was Nettes dazugelegt. Und zwar habe ich mir einmal das Bild ausgesucht. Natürlich vom Schloss, sieht wirklich super schön aus und ich habe auch hier die Rahmen liegen. Da hätte ich gleich alles einrahmen. Und als zweites habe ich mir das von Fenty Manor bestellt. Auch sieht auch richtig schön aus. Ja, und dann hat sie mir noch was dazu gelegt. Und zwar einmal Sticker. Muss ich mal auspacken. Genau, da seht ihr. Sie macht auch ganz schöne Prinzessinnenbilder, wie man hier sieht. Und Baby Yoda. Und zwar Baby Yoda hat sie mir auch als Geschenk mit eingepackt. Muss ich mal auspacken. Eine Hand ist ein bisschen schwer. Muss ich das Papier ein bisschen aufreißen. So, ihr seht, einmal Baby Yoda als Bild hat sie mir dazu gepackt. Richtig süß, das kommt in meine Baby Yoda-Ecke. Dann einmal Ariel. Ich finde auch ein richtig cooles Bild von Ariel. Und was hat sie mir noch? Ich habe die noch gar nicht ausgepackt, wie ihr gesehen habt. Ich wusste gar nicht, was sie mir noch dazu gelegt hat. Und dann einmal hier Peter Pan, Second Star to the Right and Straight on till the Morning. Und als letztes noch Big Thunder Mountain. Auch ein richtig cooles Bild von Big Thunder Mountain. Also vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, liebe Sabrina. Und schaut gerne mal bei ihrem Etsy-Shop vorbei. Ich habe es ja schon in meinem letzten Vlog angesprochen. Ich möchte mir die Augenbrauen färben mit dem Sios Augenbrauen-Kit. Das habe ich jetzt auch schon bei vielen anderen bei Instagram gesehen. Ich habe jetzt die Farbe dunkelbraun und
Dann schauen wir mal, wie das Endergebnis aussieht. Ich glaube, die Packung hat 8 € gekostet, circa. Gibt es bei DM, Rossmann, bei allen möglichen Drogerien in der Nähe von der Haarfarbenabteilung. So, und ich würde sagen, wir legen mal los. Und wenn ihr euch fragt, warum ich so einen leichten Ton habe, ein bisschen ebenmäßig, ich benutze Selbstbräuner zweimal die Woche auf meinem Gesicht. Und zwar den hier. Den gibt es bei Amazon zu kaufen. Bin sehr zufrieden mit dem. Wie gesagt, mache ich ihn abends auf mein Gesicht, bevor ich ins Bett gehe. Morgens wasche ich dann mein Gesicht und ich habe wirklich keine Flecken. Das ist wirklich ebenmäßig. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Selbstbräuner. Auf meiner Haut benutze ich auch Selbstbräuner, aber nutze ich zurzeit einen anderen und da habe ich ihn jetzt auch schon zweimal wieder aufgetragen. Bin da auch sehr zufrieden. Aber jetzt geht es ja um Augenbrauen färben. So, zuerst soll man die Augenbrauen reinigen. Ich bin eben erst aufgestanden, habe mein Gesicht gewaschen, aber ich nehme nochmal ein Reinigungstuch und reinige sie nochmal. Dann soll man die Hautpartie um die Augenbrauen mit Vaseline schützen. Also ich schmiere mir die jetzt einfach mal hier rum. Ich habe jetzt die Vaseline um meine Augenbrauen gemacht und jetzt habe ich 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Genau, dann habe ich die Augenbrauencreme, 1 ml, aber da gibt es hier extra so ein Anmischdöschen dabei in der Box. Da sollte ich jetzt 1 ml Augenbrauencreme drauf, Augenbrauenfarbe reinmachen und 10 Tropfen von diesem Entwicklungslotion und dann soll ich das jetzt vermischen. Also wie gesagt, das ist extra hier so ein Anmischding dabei. Jetzt soll ich dann, also dieses Stäbchen ist auch dabei. Das soll ich jetzt zu einer Creme mischen. Und dann ist es im Prinzip schon fertig. Also sieht so aus, ne? Ist nichts Spannendes. Also bisher relativ einfach. Ich muss sagen, es hat auch einen sehr angenehmen Duft, so ein bisschen blumig. Also nicht so krass eklig wie richtige Haarfarbe. Kann mich jetzt nicht beschweren. Falls ihr euch gefragt habt, warum ich gerade meine Brille anhatte, ich habe dieses Stäbchen gesucht. Das war mir irgendwo entglitten. Deswegen habe ich meine Brille wieder angezogen. Aber jetzt ist es verrührt und jetzt müssen wir es mit der anderen Seite, also das Bürstchen hat immer so eine Seite und so, dieses Stäbchen einmal eine normale Seite zum Umrühren. Und eine mit Bürstchen zum Auftragen. Mach erstmal hier die Farbe weg. Und dann tragen wir einfach die Farbe jetzt mit dem Bürstchen auf die Augenbrauen auf. Um euch mal kurz zu zeigen, wie das aussieht. So sieht das aus, wenn ich das hier. Die eine Augenbraue habe ich schon gefärbt. Und. Also es bleibt sehr viel Creme übrig. Das hat mir aber Jessie auch schon gesagt, dass da super viel übrig bleibt. Also, wenn ihr das zusammen mit einer Freundin macht, dann reicht auch eine Portion für euch beide locker. Jetzt muss man einfach 5 bis 10 Minuten warten, laut Packungsbeilage. Ich werde 10 Minuten warten, weil ich schon wegen meiner Haarfarbe auch gern dunklere Augenbrauen habe. Es steht auch da, dass man immer einen Tick, also einen Farbton dunkler die Augenbrauen haben sollte als die eigene Haarfarbe. Man sollte jetzt mit einem warmen Wattepad, also mit warmem Wasser getränktes Wattepad, einfach die Farbe runternehmen. Ja, das ist das Ergebnis. Also ich bin echt zufrieden. Was habe ich denn da? Zahnpass. Ja, also war relativ einfach. Sind jetzt nicht zu dunkel, finde ich, aber schon dunkler als vorher. Klar, wenn ich die jetzt noch dunkler haben wollen würde, hätte ich sie einfach länger drauf lassen müssen, noch fürs erste Mal. Es ist echt ein gutes Ergebnis. Was sagt ihr? So, ich habe mich jetzt auch noch geschminkt. Seht ihr das Ergebnis? Also die Augenbrauen habe ich nur nachgekämmt, nicht nachgemalt oder so. Sonst zeichne ich auch mal meine Augenbrauen nach. Jetzt sind sie nur gefärbt und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist nicht zu dunkel. Vielleicht würde ich beim nächsten Mal ein, 2 Minütchen länger drauf lassen, weil die Farbe verblasst ja auch nach den nächsten Wäschen, Gesichtswaschen, waschen. Aber sonst muss ich sagen, bin echt zufrieden. Kurz zum Produkt selbst. Also es sind ja 10 ml in der Augenbrauenfarbe drin und man soll 1 ml benutzen. Das heißt, es ist für mindestens 10 Mal zu benutzen. Und es kommt dazu, ich finde, das ist viel zu viel. Also man könnte theoretisch auch die Hälfte benutzen.
vom dem Zeug laut Anleitung, aber da hätte wäre mir das Risiko zu groß, dass ich irgendwie zu wenig oder zu viel nehme oder so. Muss ich mal testen, aber also es ist für mindestens 10 Mal die ganze Packung. Also es ist vom Preis her wirklich voll in Ordnung und auch vom Ergebnis her. Angeblich soll es 4 Wochen halten, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, so alle 2 Wochen kann man das schon mal nachfärben. So, es gibt jetzt ein Nachher in meinem Ankleidezimmer. Es ist so, wir sagen so 90% fertig hier und da muss noch was optimiert werden. Aber ja, hier meine Klamotten. Hier sind auch noch ein paar Hängesachen. Da oben habe ich so ein paar Kartons stehen. Ich finde die auch dekorativ sehr schön. Deswegen sind eigentlich leer, aber ich finde die so hübsch und so schade wegzuschmeißen, deswegen stehen da so die Kartons. Dann da oben Boxen mit Disney-Taschen. Genau, die nutze ich ja meistens in den Disney-Parks oder in Freizeitparks. Dann hier einmal ein Schrank. Hier geht es weiter mit Taschen, Klamotten. Dann ist hier das Dekoregal, das hatte ich ja vorher auch schon. Kommt jetzt natürlich hier in diesem Zimmer nicht so super zur Geltung. Man hätte auch vielleicht den Schrank mit dem da vorne tauschen können. Da hätte man direkt am Eingang die Dekosachen gehabt. Habe ich nicht so dran gedacht und das jetzt zu tauschen war mir zu viel Arbeit. Deswegen, ja, steht jetzt hier hinten und bisschen anders dekoriert. Ich habe jetzt ganz oben die goldenen Bücher hingepackt. Habe jetzt übrigens auch storniert, weil es wurden echt viele am Ende. Genau, dann habe ich da hier einmal so alles mögliche, meine zwei Minimaus-Puppen. Und dann habe ich hier natürlich meine Schön und das Biest-Abteilung. Die bleibt, also die war ja auch in einem anderen Regal, also in der anderen Wohnung so. Und die ist auch so geblieben. Und dann habe ich hier so ein bisschen Schloss, Fente-Männer-Ecke. Und da unten habe ich meine Ohrenhalter mit Ohren. Und unten sind noch Kisten, da sind auch noch Bauchtaschen drin und andere Taschen. Hier habe ich einen Kallax mit Parfum. Hier sind auch noch Ohren. Ein Blubberbläschen-Maker, Bücher. Ja, hier ist noch nicht so ganz sauber. Ich muss auch noch gucken. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mit den Schlüsseln mache. Ich hatte hier vorher ja einen Rahmen drin. Aber das werde ich nicht mehr platztechnisch hier schaffen. Ich muss mal gucken, wie ich die anders drapiere oder einfach sammle. Das ist auch noch hier so Pröbchen. Die will ich auch noch alle verbrauchen. Deswegen liegen die hier. Ja. Dann mein Schminktisch, direkt am Fenster, was sehr gut ist. Bringt schön Licht rein und falls ich morgens mich noch schminke, es noch dunkel ist, habe ich hier so ein Lämpchen. Ja, der ist so geblieben, wie er ist. Vorher aufgebaut. Hier habe ich noch einige meiner Pure Lay Ketten. Einer Farben sortiert: Gold, Silber, Roségold. Finde ich echt schön in Ständer und dann hat man alle beieinander. Ja, und die Ecke finde ich auch ganz hübsch, muss ich sagen. Hier ist noch ein anderer Kallax, noch ein weiterer Kallax mit ja, so rosa Kisten. Habe ich hier gekauft, die gab es auch bei Ikea. Finde ich, hat so ein bisschen Minimaus-Optik, deswegen fand ich sie ganz hübsch. Und da passt echt viel rein. Hier habe ich so viel Wolle drin. Ja, und die Ecke finde ich ganz hübsch auch. Das habe ich mir letztens bei eBay gekauft, das Polly Pocket Disney Schloss. Ich finde das so schön. Das sieht und dem Pariser Schloss, also es sieht aus wie das Pariser Schloss. Dann gab es auch noch die Kutsche dazu. Ja. Also finde ich ganz hübsch. Dann muss ich das noch aufhängen. Das ist der Pinnrahmen mit den Schlössern. Da wird noch aufgehangen, dass man, dass er auch besser zur Geltung kommt. Ja, und dann hier habe ich noch so ein kleines Regal. Da ist alles Mögliche drin von Ikea. Da unten sind so Masken. Hier habe ich die ganzen, hier sind auch noch Masken. Hier irgendwo habe ich die Schmuckboxen von, ja, hier, von Pure Lay drin. Die sind leer. Ja, aber dass ich die halt behalte, weiß. Falls ich es weiterverkaufen will. Ja, das ist mein Ankleidezimmer. Da oben habe ich noch die Hüte von Roses and Thorn. Irgendwas. Kann sie leider nicht aussprechen, aber da genau die Hüte trage ich sehr, sehr gerne im Sommer im Park. Und die habe ich jetzt da aufgehangen. Die hatten vorher nie wirklich einen Platz, weil die schon sehr massiv sind, also sehr viel Platz wegnehmen. Und da fand ich die Idee jetzt, die da oben über der Tür aufzuhängen, ganz gut. Und ich kann euch noch was zeigen. Einige Ohren, jetzt hier bin ich überall aufgeräumt. Genau, einige Ohren habe ich hier hingehangen in den Flur. Die Main Attraction Collection und ein paar andere schöne Ohren habe ich hier in Aufgang, aber da kommt am Ende nochmal eine Roomtour, also in einem anderen Video.
Ja, es gab vor kurzem zwei Spirit Jerseys bei Shop Disney und ihr wisst meine Spirit Jersey Liebe. Und da muss ich natürlich zuschlagen. Einmal dieser super, super süße Baby Yoda Spirit Jersey. Ich zeige euch den noch von hinten. So, ist ein bisschen schwer zu sehen mit der Kamera, aber hinten steht Protect, Snack und Attack. Ich liebe ja schwarze Spirit Jerseys, weil die ja immer, sie machen schon sehr schlank, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also das war der erste Spirit Jersey. Und das ist der zweite Spirit Jersey. Oh, der ist so schön rosa und ja, hat das Thema Hunde. Also alle Disney-Hunde sind da drauf abgebildet und ich finde ihn auch so, so, so schön. Ich liebe ja auch rosa. Und zeige euch gerne noch den Jersey von hinten. Hier hinten steht einfach nur Disney drauf mit einer Hundepfote. So, 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 so schön. Ja, mein Geburtstagsgeschenk von meinen lieben Disney- und Freizeitparkfreunden ist auch mal angekommen. Es gab wohl Lieferschwierigkeiten, das wurde mir schon gesagt. Also die haben mich nicht vergessen oder mein Geburtstag, keine Ahnung. Das Geschenk kam jetzt an die Tage und zwar, das habe ich mir wirklich gewünscht, das hatte ich mal gesehen. Und zwar dieses Lego-Set. Das ist ein Blumenbouquet. Und ich fand das so cool auf der Webseite. Das sah so fancy aus. Ihr seht das hier. Oh, meine Spülmaschine piept. Ist auch so witzig, meine Spülmaschine. Die piept manchmal ein paar, manchmal piept sie nicht. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir das gewünscht zum Geburtstag. Und dazu haben sie mir natürlich noch eine passende Vase geschenkt. Und ja, das werde ich vielleicht morgen aufbauen, vielleicht aber auch nächstes Wochenende. Ich habe ja noch Mickey aufzubauen. Ich weiß noch nicht, was ich zuerst aufbaue, aber ich finde, es passt dann hier sehr gut ins Wohnzimmer rein, in diesen Urban Jungle Stil. Also freue mich sehr darüber, bin sehr gespannt, wie es dann in real aussieht. Und dann habe ich noch einen Produkttest bekommen und den stelle ich euch jetzt vor. So, ich hoffe, die Kamera bleibt da stehen. Ich brauche nämlich meine beiden Hände. Und zwar durfte ich bei einem Produkttest mitmachen. Ich mache ja immer mit bei Brands You Love. Da kann man sich ganz normal anmelden und sich bewerben sozusagen. Und dann kriegt man entweder Produkte zum Testen zugeschickt. Man muss dann natürlich ein Bild posten und die Produkte auch bewerten. Und ich habe jetzt diesmal eine Trend Raider Box bekommen. Das kann man abonnieren. Monatlich bekommt man dann ja, eine Box. Und ich habe die Märzbox bekommen im Zeichen von Sunday Morning. Die Produkte, also man kriegt hier so eine Zeitschrift, da sind auch nochmal alle Produkte drin enthalten, also beschrieben, wenn man nicht genau weiß, was es ist. Dann gab es hier noch eine Zeitschrift zum Lesen. Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal schnell die Produkte. Ich will mich nicht zu lange drauf aufhalten. Die Box gibt es, wie gesagt, bei Trend Raider zu kaufen. Es gibt auch einen Rabattcode, den füge ich euch hier ein, falls ihr Interesse habt an so einer Box, die zu bestellen. Es gibt dann 10% Rabatt von Brands You Love direkt. Und ja, ich finde die Produkte, ich sag danach was dazu. Also, es gibt einmal Kurkuma-Tabletten. Dann gab es Knäckebrot von Lexans bio-schwedisches Vollkorn-Knäckebrot. Ihr seht, ich habe es auch schon aufgemacht für die Fotos und zum Probieren. Dann einmal ein Nutripur Fruit Soft Snack. Ich liebe ja so Frucht-Snacks für unterwegs oder auch im Freizeitpark oder so. Liebe ich so Snacks mitzunehmen. Deswegen freue ich mich sehr darüber, das mal zu probieren. Dann gab es eine Bio-Erdbeermarmelade von Schwartau. Mal die Box hinstellen. So, dann gab es noch ein Gesichtspeeling von Naturkosmetik Zartgefühl. Eine Kerze, Lemongrass Bergamot, erfrischend und belebend. Riecht ein bisschen nach Toilettenstein, muss ich sagen. Aber man kann auch in einer Toilette eine Kerze anzünden, wenn Gäste kommen. Dann gab es, auf den freue ich mich sehr, den habe ich noch nicht probiert, ein Tee von Yasashi, ein Bio-Tee Wildapfelzimt und ich liebe also ich liebe Apfelzimt-Tee. Es gibt noch von einer anderen Marke einen Bio-Apfelzimt-Tee und also den trinke ich immer so schnell weg und dann ist die Packung leer und dann, jetzt habe ich aber einen neuen. Da freue ich mich, ich habe ja eigentlich auch ein Teekaufverbot, weil ich so viel Tee noch auf Lager habe, aber mein Apfelzimt-Tee ist wieder leer und
Ja, jetzt habe ich noch mal 9. Dann gab es noch, Moment, muss mal jetzt hier rausholen. Also es gab einiges in der Box. Ich glaube, der Wert der Box um die 80 Euro. Dann gab es von Rabenhorst ein Ingwer-Apfel-Maracuja-Shot. Ich trinke ja jeden Morgen einen Ingwer-Shot. Und ich muss sagen, ich bin toi 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 letztes Jahr oder also jetzt die kalten Wintermonate nicht krank geworden. Ich nehme natürlich noch Nahrungsergänzungsmittel, also Vitamine nehme ich auch noch zu mir, plus diese Ingwer-Shots und ich bin nicht krank geworden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man auch nicht so viel rausgeht. Das kann natürlich auch sein. Und so wenig Menschenkontakt hat. Aber toi, toi, toi. Ich bin nicht krank geworden. Woran es im Endeffekt liegt, werde ich wahrscheinlich nie erfahren. Dann gab es noch eine Anti-Stress-Reinigungsmaske. Kann man auch nie genug haben. Dann einmal ein von Sapoluna, eine Shampoo-Seife. Und eine Meeresseife. Die finde ich ganz praktisch, wenn man in den Urlaub fahren sollte, nur mit Handgepäck und dann auf die Flüssigkeiten achten muss, wenn man das irgendwann mal wieder darf in den Urlaub fliegen. Finde ich die ganz praktisch. Und dann gab es noch einen Lippenstift von Le Beauty Made Easy Le Papier. Also die Verpackung ist aus Papier gemacht. Und das ist ein matter Lippenstift. Ich muss sagen, ich liebe matte Lippenstifte. Und ich hatte ihn auch schon mal aufgetragen und wenn er dann kann man hier in diesem Ding ziehen, wenn man das mehr auspacken möchte. Ja, also auch ein richtig cooler Lippenstift. Ich freue mich darauf, sonst noch die anderen Sachen auszuprobieren, vor allem den Tee. Ich finde die Box echt cool. Aber gut, man weiß ja nicht, was drin ist. Es kann nächsten Monat vieles dabei sein, was mir da nicht zusagt. Aber es sind halt Bioprodukte, vegan, Naturkosmetik, was heutzutage ja sehr beliebt ist und ja, Trend ist. Deswegen, wenn ihr mal es gibt auch eine Testbox von Trendradar, also wenn ihr das nur einmal testen wollt im Monat, könnt ihr das natürlich auch tun. Schaut gerne mal auf der Website vorbei. Wie gesagt, ich verlinke euch unten noch den Link von Trendradar und den Gutscheincode mit 10% Rabatt. Schaut gerne mal vorbei. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt hier bei euch. Der Vlog ging, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen länger, aber es gab ja letzte Woche keinen Vlog, weil ich da zu wenig Material hatte. Und auch letzte Wochenende keine Zeit hatte, irgendwas abzufilmen. Deswegen dieser Vlog ein bisschen länger. Demnächst kommt auch noch mal ein Februar-Haul online. Den muss ich auch noch drehen. Und im nächsten Vlog gebe ich euch eine komplette Roomtour aus meiner Wohnung. Also es gibt noch hier und da ein paar Sachen, die ich noch machen muss. Es liegt hier und da noch ein bisschen was rum. Das wird aber nächste Woche alles soweit erledigt. Und dann gebe ich euch nächstes Wochenende eine Roomtour. Ja, aber warten, wie ich die hochlade, muss ich mal schauen, weil ich noch den Haul hochladen muss. Achso, und das wollte ich auch noch filmen. Wie ich das aufbaue und auch natürlich Lego Mickey auch noch filmen. Also es kommt jetzt wieder ein bisschen mehr Content und dann hoffentlich machen wir immer die Zoos vielleicht hier in Rheinland-Pfalz wieder auf. Dann fahren wir vielleicht mal in einen Zoo zusammen. Mit den anderen, aber das sehen wir mal. Ja, ansonsten verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. So, ciao!